Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen und an alle, die es vielleicht werden möchten. Ha? Wie? Was? Hi, mein Name ist Mickey Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem Beauty-YouTube-Channel. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Ich schon. Christian Dior. Was machen wir heute Abgefahrenes? Was machen wir heute Abgedrehtes? Wir testen eine Lidschattenpalette. Aber nicht irgendeine Lidschattenpalette. Heute testen wir die BH Remix 80s. Heißt die überhaupt so? BH 80s Remix Dance Lidschattenpalette. Bam! Dieses gute Stück ist limitiert. Es ist eine Limited Edition. Falls sie dir gefällt, gib Gas, warte nicht zu lang. Falls du dir nicht sicher bist, ob du sie dir kaufen sollst, was du davon hältst oder eben auch auf eine Revue gewartet hast, von einem Idioten wie mir, ist dieses Video heute optimal für dich, um dir zu zeigen, ob du diese Lidschattenpalette brauchst oder nicht. So, ich will heute nicht ewig rumscheißen, kommen wir gleich zu den Fakten. Wir haben hier 30 Gramm Produkt. Das ist gut, 30 Gramm. Nice. Bestehend aus 15 Farben, Kostenpunkt ist 19,95 Euro, glaube ich, also rund 20 Euro. Das hier ist eine Lidschattenpalette Classic, oder? Keine gepresste. Nein, es ist kein gepresstes Pigment, es ist eine Lidschattenpalette Le Classico. Natürlich kommt es in einem Schuber. Bin ich der einzige Mensch, der diesen Schutzumschlag Schuber nennt? Habt ihr einen anderen Namen dafür? Ich bilde mir ein, im Englischen heißt das Cardboard Sleeve. Gibt es andere Wörter für dieses unnötige, aber lustige Schutzumschlag-Dingsbums? Schreib's in die Kommentare. Integriert und gratis in der Lidschattenpalette ist auch sowas hier. Interessiert auch keine Sau, ich weiß. Die Lidschattenpalette sieht so hier aus. Damn, she funky. Leider kommt sie ohne Spiegel. Nicht so cool. Ich verwende zwar nie den Spiegel in einer Lidschattenpalette, aber ist trotzdem cool, wenn eine drinnen ist. Meine persönliche Meinung. Gott, heute bin ich blöd drauf. Die Farben sind ziemlich funky und auch ziemlich gut pigmentiert. Ich wünschte mir, das wäre Pressed Pigment, weil dann wäre das noch geiler. Leider hat sich dieser Glitzerton, dieser Virgin Glitzerton bei mir so rausgelöst halbert. Ich weiß nicht wieso, die Palette war mit Dixo seitlich noch, wo ich sie gekauft habe. Irgendein Idiot vor mir hat sie im Geschäft fallen gelassen. I guess, oder war das bei dir auch der Fall? Schreib's gerne in die Kommentare, falls sich bei dir Virgin auch halb rausgelöst hat aus der Palette. Aber es ist ein weicher Schimmerton, ich konnte ihn wieder so reindrücken, so reinmodellieren. Es ist okay, I guess. Aber natürlich nicht so erfreulich. Die Lidschattenfarben haben auch alle einen Namen. Es wäre urcool, wenn ich die Musik einblenden dürfte. Call Me, Into the Groove, Super Freak, Spin Me. Thriller, also ein Swatch-Video mit den passenden Farben zu den Lidschatten zu machen, wäre natürlich, habe ich das jetzt korrekt gesagt? Swatches einzublenden mit den passenden Liedern zu den Farben wäre mega, aber ihr wisst, Copyright geht halt nicht auf YouTube. Danke, YouTube. Mein erster Eindruck von den Swatchen her war ziemlich gut. Ich habe das alles in Nahaufnahme natürlich aufgenommen und blende es dir schnell mit theatralischer, monumentaler Musik ein. Cool, oder?
Ich wollte 80er-mäßig auch irgendwie was anziehen, aber ich habe nichts Authentisches aus den 80ern. Also ich habe ein paar Anzüge, ein paar Vintage-Anzüge, aber die haben jetzt nicht die monströsesten Schulterpolster, sodass es nach 80er ausschauen würde. Ich glaube, das tut's auch. Und ich habe mir Glitzerflitzer in die Haare gesprüht von, wie ist das Ding aus dem letzten Video? Von Trend It Up aus der Sommerglow Collection. Also ich hoffe, man sieht doch den Glitzer. Also das ist kein Schmutz oder kein Staub in meinen Haaren. Es ist Glitzer, schwöre. Und ja, ich bin gut drauf, ich bin überdreht. Ich will einen abgefahrenen 80er-Look mit dieser Lidschattenpalette heute schminken. Ich hoffe, keiner von euch hat sich einen Natural Nude Daily oder Soft Look von mir mit dieser Palette erwartet. Es ist eine 80er-Lidschattenpalette mit Neonfarben. Also natürlich werde ich heute was Krankes machen. Solltest du dir was Natürliches gewünscht haben. Pech gehabt. Ein paar von euch haben mir auch geschrieben, ich soll mehrere Looks mit diesen Paletten. Wow. Ein paar von euch haben mir geschrieben, ich soll mehrere Looks mit jeweils einer Palette schminken. Ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird. Ich meine, ich schaue mir gerne das an. Sollten die Aufrufe so bombastisch sein, mache ich das gerne, aber es geht sich zeitlich einfach nicht aus, weil ich habe schon einige Produkte liegen, die warten, reviewed zu werden. Also es wird pro Lidschattenpalette immer ein Video geben. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Was ist los heute? Also sollte das Video mit dieser Palette innerhalb von den 2 Tagen auf, was weiß ich was, 1000 Aufrufe schießen, mache ich gerne mehrere Looks damit, aber vorerst sind geplant ein Look pro Remix-Palette. Und jetzt habe ich wieder verdammt viel gelabert. So, ich habe keinen Plan, aber ich weiß nur, ich will was Durchgedrehtes machen. Also das heutige Video wird super spontan. Setz dich hin, schnapp dir einen Snack und schau mir zu, wie ich mich zum Affen mache. So, Lidschattenprimer schnappe ich mir meinen allerliebsten, den von Guerlain. Er ist ein bisschen teurer, ich weiß, aber er ist richtig gut. Ich habe ihn euch schon öfter empfohlen und gezeigt. Er ist nicht zu dünn, nicht zu dick und er ist auch ein bisschen getönt. Love him. Wir hätten hier auch eine Transition Color, aber ich will heute nicht mit Transition Color arbeiten. Ich will so richtig durchdrehen mit Farben und ich will das Ganze so ein bisschen... Ich habe so einen uralten einzelnen Lidschatten von Shiseido noch. Schade, dass es den nicht mehr gibt. Den werde ich mir als Base nehmen. Also ich lege mir eine schneeweiße Base, damit die Farben noch mehr... Ich kann das gar nicht mit dem... Das wollte ich machen. Ich weiß nicht, wieso ich das machen wollte. Das sollte wahrscheinlich Knallen symbolisieren. Ich sag's, heute bin ich bescheuert drauf. Das 80er Make-up war wirklich speziell jetzt bei den Augen sehr extrem, sehr wild, sehr viel lila, sehr viel knallige Farben. Es wurde sehr viel bis zur Augenbraue hochgezogen, drüber, hinaus. Das Rouge wurde hier schon so angesetzt, also es war halt wirklich über drüber. Und ich will sowas machen, weil ich habe schon sowas, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal ein 80er Make-up gemacht habe. Es ist schon freaking lange her. So, die Grundierung des Todes habe ich schon drauf. Ich habe keine Ahnung. Dass dieses Virgin krümelt ständig raus, das ärgert mich so. Ich werde dann mit Alkohol versuchen, noch ein bisschen feucht entgegenzudrücken, aber das ist echt für den Arsch. Ich habe das Gefühl, ich will Into the Groove das Gelbe hier vorne haben, auf den Augenlidern das Grüne und oben so raus das Lilane. Probieren wir es einfach. Also ich schnappe mir jetzt einmal das Gelbe, nennt sich Into the Groove von Madonna. Also ich mache heute wirklich ein 80er Make-up. Also es ist nichts Angepasstes an irgendwie, es ist kein modern 80s. Ich will wirklich so ein 80er Trash über drüber Make-up-Look machen. So, jetzt nehme ich mir das grüne Chameleon. By the way, meine Chameleon-Lidschatten, die ich bestellt habe auf Amazon, sind gar nicht angekommen. Der Verkäufer hat doch nicht mehr reagiert. Ich glaube, ich werde sie wieder bestellen von einem anderen Anbieter, weil ich will unbedingt ein Amazon-Make-up... Wieso kann ich heute nicht reden? Ich will unbedingt ein Amazon-Test-Make-up... Ich will unbedingt Amazon-Make-up weiter testen als Teil 2 unserer Serie. Im Hochsommer vielleicht oder nach dem Hochsommer. So, und ich sehe schon, wir haben hier Kickback ordentlich. Ich bin gleich wieder da.
So, I'm back. Ich habe mir loses Puder als Puderbarriere aufgetragen, weil wenn Zeug runterrieselt, rieselt das auf dem Puder runter und dann kann ich das einfach wegwischen, ohne mir meine bereits bestehende Base drunter zu versauen. Also, pigmentiert sind sie, ja, gut, würde ich mal sagen. Sie sind wirklich gut pigmentiert. Ich würde so gern 80er Musik einblenden, das wäre so cool, aber geht ja nicht. Wobei, vielleicht finde ich irgendwas copy-free-mäßiges. Was mir jetzt hier auffällt, sie lassen sich schön gezielt auftragen, ineinander verblenden, aber nicht so. Wenn du versuchst zu blenden, verpufft das Pigment so ein bisschen. Schade, aber wie gesagt, direkt aufgetragen mit dem Finger. Damn. Ich könnte ja versuchen, mit dem Glitzer so drüber einen Übergang zu machen. Wieso nicht? Dann nehme ich mir dieses Rosane, dieses Kiss. Ich tue jetzt das Weißglitzernde drüber legen, aber es sieht einfach nur so staubig aus. Also ich weiß nicht. So, mein erster Eindruck ist, dass die Farben nicht zusammen harmonisieren. Einzeln sind sie wow, aber zusammen übereinander legen oder ineinander verblenden. So, ich werde jetzt einmal das Blaue unten versuchen, I guess. Sehr staubige Angelegenheit. Also irgendwie sieht das scheiße aus. Ich tippe mal in Call Me. Jetzt nehme ich mir das Rosane. Oh oh. Eben, ich sag's ja, wenn man das blendet, verpufft es in nicht, ins Nichts. Zum Vergleich, wenn ich das mit den Fingern swatche, könnt ihr das sehen, wie intensiv das ist? Ich will das Ganze aber noch extremer haben, also fahre ich in das Rote, in den Thriller. So, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestört sieht das aus? Aber das war doch damals so. Man hat den Rouge als Contouring verwendet und urhoch angesetzt und so. Ich spinne nicht, ich schwöre. Bin ich überhaupt symmetrisch, verdammt? So, ich verliere jetzt so richtig die Kontrolle und mach's richtig wild mit dem Finger. Den Lidschatten meine ich. Aber der lilane verpufft. So, das ist jetzt hier ein bisschen fleckig. Ich versuche den als Highlighter drüber zu tun, I guess. Kajal haben die damals ja auch urviel verwendet, also mache ich das heute auch. So beginnt das so ein bisschen zusammenzukommen, ich hoffe. Mascara. Oben werde ich eine ganz normale schwarze Mascara auftragen. So, ich hoffe, die ist überhaupt noch gut. Das ist eine Limited Edition, das ist Hippie Green von Yves Saint Laurent. Das war eine Limited Frühlingskollektionsmascara. Sie schaut noch einigermaßen cremig aus. Von vor 100 Jahren, also eine Limited Edition. Aber ich habe mir gedacht, das könnte ganz gut mit diesem Look hier heute passen. Oh oh, scheiße. So, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Abgesehen davon. Also ich finde, ich sehe aus wie Annie Lennox. Na toll, das bringe ja auch echt nur ich zusammen. Ich habe mich auf die offene Mascara gebückt und habe jetzt den Mascara-Stöpselabdruck auf meinem Ohr. Hey, ist das ein 80er-Look? Wieso nicht? Es ist ein 80er-Look, passt schon. Okay, und wir müssen was auf die Lippe draufschmeißen. Ich habe keine Ahnung was. Lila, ich glaube ein lila Lippenstift wäre cool. So, finde ich jetzt auf Anhieb auch einen lilanen Lippenstift. Aspixia. Probieren wir es, finden wir es heraus. Kommt hin. Das ist das Stöpsel von dem Dreck da. Ich weiß nicht, wie die Clubszene in Österreich war, aber in Amerika 1983, 82 wäre das sicher
ein abgefahrener, geiler Look. Viele habe ich nicht mehr, aber ich habe auch ein paar Schallplatten aus den 80ern gefunden. Und natürlich habe ich True Blue von Madonna. Und ich habe einige Soundtracks. Ich habe Dirty Dancing, ich habe Mad Max, ich habe Top Gun, Flashdance natürlich. Und vielleicht lege ich heute Abend was auf und mache einen Maniac in meinem Wohnzimmer. Damals in den 80ern überhaupt schon gemacht. So, was halte ich von diesem Look und von dieser Palette vor allem? Die Pigmentierung ist ziemlich gut, also dafür, dass das eine Lidschattenpalette ist und keine Pressed Pigment Palette, ist die Pigmentierung wirklich gut. Ich finde, dass die Farben auch sehr präsent sind. Aber, und ich habe hier einige Abers, blenden lassen tun sie sich nicht oder sehr schwer oder sie verpuffen, wenn man sie blendet. Vor allem, wenn man sie übereinander legen will. Ich finde, sie sind nicht kompatibel miteinander. Sie lassen sich schwer übereinander legen oder ineinander verblenden. Mit so Blending Brushes oder alles, was so in die Richtung fluffig geht. Hat bei mir gar nicht funktioniert. So, und jetzt die ganz wichtige Frage. Braucht man sowas? Wenn du viel auf Party gehst oder vorhast zu gehen oder so ein Festival-Girl bist oder von mir aus auch ein praktizierender Make-up-Artist, ja, von mir aus, aber als ein normaler Homo Sapien im Alltag, ich wüsste nicht, wer das im Alltag verwenden würde. Ja, man kann sicher kleine Akzente irgendwo hineinsetzen, aber die Palette als Ganze für einen kompletten Look, die Farbe ist einigermaßen alltagstauglich, die auch. Aber alles andere wird dann halt wirklich sehr überdrüber. Alles Geschmackssache. Schade, dass ich keine Ohrringe und keinen Schmuck habe. Ich würde so gerne Sachen auf mich schmeißen und meine Schultern ausstopfen. Aber könnt ihr euch die Fantasie vorstellen? Denk an Boy George mit Schulterpolstern und so eingeflochtenen Sachen in den Haaren und urviele Armbänder. Ich glaube, der Look geht ziemlich authentisch in die 80er hinein. Mal schauen, was ich mit der 90er Palette machen werde. Und ich glaube, die normalste wird dann eh die Millennium Palette sein. Die Videos folgen die nächsten Tage, also bleib unbedingt dran. Ich hoffe, das Video hat heute Spaß gemacht. Es war mal was komplett anderes. Vielleicht bist du ja auch ein Kind aus den 80ern und hast so einen kleinen Flashback heute mit mir gehabt. Kann ja sein. Vergiss bitte nicht, ein Like dazulassen und auch gerne einen Kommentar. Es ist gut für den Algorithmus. Du musst mir keinen Roman hinterlassen. Ein Smiley, ein Daumen nach oben oder ein Herz reicht. Danke dir. Und wenn du Lust und Laune hast, auch ein Abo. Es ist gratis. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin ein kleiner YouTuber. Ich bin am Arsch der Welt. Support ist kein Mord. Also lass ein Abo da, aktiviere die Glocke und all diesen Müll, den man halt machen sollte. Okay, ich verabschiede mich. Sollte ich dir sympathisch sein, solltest du von meiner Fresse noch mehr sehen wollen. Instagram, TikTok und Facebook bin ich auch unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses gestörte Video von mir anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen, einen sehr gesunden und einen sehr erfolgreichen Tag. Leg was aus den 80ern auf. Leg heute irgendeine Musik aus den 80ern auf. Wieso nicht? Solltest du den Flashdance-Soundtrack zu Hause haben, leg ihn auf, leg Maniac auf und dreh ein paar Runden durchs Wohnzimmer. Solltest du dir dieses Video abends oder kurz vorm Schlafengehen anschauen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume und wir sehen uns bald, sehr bald, beim nächsten Video wieder. Bye!